Sport Talk, die Premiere hier in den heiligen Räumen der Max-Schmeling-Halle. Bis vor ein paar Minuten wurde hier noch Sport getrieben. Es sind nicht alle frisch geduscht, sehen aber alle sehr gut aus. Vielleicht schon mal vorab. Dafür. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist gerade ein Bundesliga-Volleyballspiel der Herren zu Ende gegangen. Der Tabellenführer Berlin hat sein 12. Saisonspiel auch zum 12. Mal erfolgreich bestritten. Es war ein hartes Stück Brot. Da werden wir gleich noch drüber reden. Georg Klein, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. An seiner Seite, die beiden Herren, muss man wahrscheinlich gar nicht hier in Berlin großartig erklären. Der Mann, eine Union-Legende, Thorsten Matuschka ist da. Hallo Tusche. Grüß dich. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut, war spannend, gute Stimmung. Was ist dir besonders aufgefallen? Sehr viele große Menschen. Sehr krasse Spielzüge. Und der Mann, der das andere Trikot anhatte. Stimmt, das habe ich auch gefragt. Stimmt, da haben wir gerade drüber gesprochen. Ich bin jetzt nicht der Volleyball-Freak, aber... ein bisschen wurde mir was erklärt, also ich bin jetzt auf jeden Fall schlauer. Ist der Libero. Und dann an meiner Seite der Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, mehrfach Deutscher Meister, Robert Harting ist hier. Hallo Robert, grüß dich. Also fast so ein bisschen der Größte nach aufgebaut, wobei du bist, glaube ich, zwei Meter. Ja. Zwei Meter, du bist, ja. Wie groß bist du? 2 Meter? 2,1. Und du? Ich eins? Bin der Robert, mit 1,86. Ich bin 1,81, also insofern okay. Halte ich da noch ein bisschen die Treue. Ein neues Format, bei dem ihr euch gerne mit einbringen könnt. Das Ganze wurde vorher verkündet auf Facebook. Darunter gibt es eine Kommentarfunktion, also bitte gerne... schreiben, an wen ihr die Frage stellen wollt, zum Beispiel eine Frage an Robert, und dann fragt ihr einfach, was ihr schon immer wissen wollt. Wir werden zwischendurch auch gerne auf diese Fragen eingehen, und wichtig wäre uns, wenn ihr womöglich diesen Stream teilen könntet und dann möglichst viele Likes hinterlegen könntet. Ich habe im Vorfeld mal geguckt, wir fangen mal bei euch beiden an, die ihr nicht mehr aktiv seid. Ihr seid beide in Cottbus, glaube ich, geboren, ist das richtig? Wie lange kennt ihr euch schon? Kennt ihr euch aus Cottbus? Also das kommt jetzt direkt nicht. Nicht wirklich, ne. Also ihr kennt euch schon eine Weile, oder? Naja, also ich habe Tusche das letzte Mal gesehen beim Spiel gegen, komm schon, Heimspiel gegen... Jetzt bin ich nicht mehr gespannt. Ich hab's vergessen. Volleyball? Vor 4 Wochen. An der Union-Tanke. Auf jeden Fall fangen sie alle an zu singen, das legendäre Lied noch. Also wo Matthias hier? Warte. Interviewt. Nee. Komm, wir fangen mal von vorne. Wahnsinn. Ist sie da, aber stimmt. Aber dann habt ihr euch nicht das erste Mal gesehen. Nee, also nee, haben wir schon irgendwie einen kleinen Spot, irgendwas haben wir schon mal gemacht zusammen. Ja. Aber wir sind offensichtlich in derselben Stadt geboren, wusste ich halt, dass du da geboren wurdest. Ja. Also guck mal, hier, bitte. Das ist eine neue Erkenntnis. Aber für ein ganz spannendes Thema. Ihr habt im Vorfeld auch schon gesehen, da sind ziemlich viele Kommentare mit Fragen in Richtung besonders deiner Person gegangen. Ich glaube, Mehrheit der Fragen waren, was machst du jetzt eigentlich? Bist du noch im Sport aktiv? Ich habe gelesen, du bist, glaube ich, als Co-Trainer unterwegs. Also ich bin aktuell Co-Trainer im zweiten Jahr bei der VSG Altkliniken, das ist Regionalliga Nordost, Fußball. Ja. Okay. Und sind dieses Jahr richtig gut dabei. Sind Herbstmeister geworden, sind jetzt aktuell Dritter, weil schon 2 Spiele in der Rückrunde gespielt worden sind. Läuft erstaunlich gut, hätten wir vor der Saison nicht gedacht. Ich kann jeden Tag auf dem Platz stehen, die Jungs ein bisschen beleidigen und sagen, wie schlecht sie sind. Das ist mal gut, kann ich mal umgedreht machen. Und macht Bock. Aber es ist halt was ganz anderes. Ja? Also Trainer und Spieler, da sieht man schon, was man. Bist du denn selber noch aktiv? Du siehst noch. Also ich spiele ab und zu mal mit, aber ja, ein paar Kilo sind schon draufgegangen, da hatte ich sowieso schon mal ein bisschen Probleme. Und von daher versuche ich es irgendwie im Rahmen. Aber geht der Weg in Richtung. Profi-Trainer-Karriere, oder ist es eher noch ein bisschen im Geschäft bleiben und reicht eigentlich auch bei Familie? Dann möchte ich den A-Schein machen nächstes Jahr und dann weiß ich nicht, ob ich weitermache, weil danach wäre der Fußballlehrer. Mhm. Ja, und mit dem A-Schein kann ich Regionalliga-Männer trainieren. Mhm. Ich muss aber nicht unbedingt Erster sein, also der Trainer, Co-Trainer macht mir auch Bock. Mhm. Vielleicht gibt es irgendwann mal die Chance, dass ich mal an erster Stelle bin, dann gucke ich, ob es geht oder nicht. Aber ja, ich mache mir da noch nicht so viele Gedanken. Genügend Beispiele heutzutage in den ersten Ligen. Robert, was machst du mittlerweile? Ich glaube, du hast letztes Jahr aufgehört. Richtig, ich habe dann an der Universität der Künste meinen Master einfach vollendet jetzt im Oktober. Bin auch sehr glücklich, dass das vorbei ist. Nach wie viel Semester? Ganz normal, Regelstudien. Ich setze mich auch gerne in anderen Feldern immer unter Druck und verlange viel. Da habe ich im Sommer meine Kids bekommen, meine Zwillinge bekommen. Von daher hat sich das irgendwie, ist auch Wahnsinn gewesen, irgendwie noch irgendwie halbwegs wissenschaftlich sich zu formulieren. Ja. Am 1.1. mache ich die Geschäftsführung meiner eigenen Company. Ich habe vor 4 Jahren eine Agentur gegründet, die sich mit Sportpersönlichkeiten und Sportmarken beschäftigt, also generell Sportkommunikation macht. Und sag mal, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation ist auch mein Studium gewesen. Und da sind meine guten Disziplinen, die Kreation, die Strategie. Ja, und wir haben auch Sportpersönlichkeiten unter Vertrag. Kann ich Tusche als Trainer unter Vertrag nehmen? Ah, sehr gut. Ja.
Ärger, die Deals machen wir gleich. Vielleicht ein guter Hinweis, den ich eingangs erzählt habe. Ihr habt die Chance, Fragen zu stellen. Lisa ist so nett und kann mir kurz mal ein iPad bitte reichen. Danke. Da sehen wir uns im Stream. Guck mal, nice. so schaut ihr aus, Jungs. Und ich kann direkt mal die erste Frage da raushauen. Robert Harting, was sagst du zum Ausschluss von Russland von Olympia, um mal entspannt zu starten? Oh ja, ist ja hart. der russische Leichtathletikverband und das russische Olympische Team wurde ausgeschlossen. Das betrifft jetzt nicht unmittelbar jeden Athleten. Also die Athleten haben natürlich die Möglichkeit nachzuweisen, die sich 6-7 Mal kontrollieren lassen im Jahr. Bei einer gewissen Person, die halt neutral ist, können ja nachweisen, dass sie jetzt sauber arbeiten und dürfen dann auch starten und, unter neutraler Flagge. Per se finde ich die Entscheidung, solche Länder zu auszuschließen und zu sanktionieren, völlig richtig im Sport, weil anders geht es auch nicht. Gar keine Chance. Also ich glaube, Jamaika hat sein erstes Anti-Doping-Programm 2013 gestartet. Ja, wenn man mal historisch guckt, wie viele Erfolge vorher gefeiert wurden. Also es ist echt Bauernland, was dieser Anti-Doping-Kampf betrifft in manchen Ländern. Die Deutschen sind natürlich so Moralapostel und vorneweg. Ich meine, wir haben was Gutes, das ist völlig richtig. Und wir arbeiten schon lange sauber und deswegen gehört das in die ganze Welt. Das ist ein ganz spannendes Thema. Also gerade du als Sportler, bekannt dafür auch immer war, eine Haltung zu haben, auch Themen anzusprechen. Mhm. Vielleicht den Transfer auch darüber. Georg, wir kommen gleich zu dir. Nicht, dass du meinst, du sitzt so abseits, dass du umsonst so abgehetzt hättest, wenn du duschen gehört. Genau, wir wollen nicht direkt das Interview nach dem Spiel, das mag man nicht. Im Fußball, um das Thema kurz aufzugreifen, Doping eigentlich nie so ein richtig ernst genommen. Also in der Öffentlichkeit nehme ich das nicht wirklich wahr. Also ernst genommen wird schon, ja. Es gibt Trainingskontrollen, es gibt Nachspielenkontrollen. Wird ausgelost, also wir hatten, glaube ich, mal eine Zeit lang bei uns. Wird das gelost? Ja, ja. Mir war so bekannt, dass es gesagt wird vorher, ja, wir brauchen einen Spieler, Es wird während des Spiels gelost und dann müssen zwei Spieler pro Mannschaft hin. Mhm. Ich habe mich immer gefreut, weil dann kannst du mal ein bisschen drin machen. Nach dem Spiel durfte es nach unten zu viel machen, weil wenn es zu dünn ist, musst du noch warten. Ja, okay. Das ist schon schwer dann. Ja, das stimmt. Aber das Kuriosum, wenn ich unterbrechen darf, ist so, es müssen beide Spieler positiv sein, dann wird das Spiel erst annulliert. Wenn nur einer positiv ist, was ja auch scheiße ist, ganz klar, dann zählt es trotzdem das Spiel. Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe. Vielleicht ein guter Cliffhanger, um zu klären, warum der Platz noch frei ist, weil nämlich Moritz Reichert, der Kapitän, sich auch angesagt hat. Der ist aber, glaube ich, noch bei der Dopingkontrolle. Genau. Wie läuft das ab? Erzähl mal, da wird einer nach dem Spiel auf die Schulter getippt. Du bist dran, oder? Unser Teammanager kommt halt nach dem Spiel zu uns und sagt, hier, die NADA ist da. Und dann werden die zwei Spieler da rausgezogen. Dem wird schon mal eine Flasche Wasser in die Hand gedrückt, damit es auch relativ zügig vonstatten geht. Und jetzt vielleicht kommt er noch rein, ich weiß es nicht, je nachdem. So, es kann auch ein bisschen länger dauern. Man saß schon ab und zu ein bisschen länger mit dem Kontrolleur. Er nicht zwingt, dass er jetzt da bleiben muss, er kann er herkommen. In der Dopingkontrolle, das stimmt, dann müsste hier eigentlich theoretisch eigentlich kommen nicht können. Wenn es aus den Augen des Kontrolleurs ist, kann er trotzdem herkommen. Tja, wenn es nicht direkt hol funktioniert. Hol den mal von der Toilette. Oder eine Kamera geht zur Toilette. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen wegen des Doping-Themas. Also ja, es ist ein Thema, es wird ausgelost, aber ist dir das begegnet in deinen Jahren? Also im Fußball mir persönlich nicht, ja, also auch Mitspieler nicht. Also ich glaube, dass du, weil es halt so viele Kontrollen gibt, du gar keine Chance hast, das zu machen. Ja, und von daher finde ich das in jeder Sportart gut, dass es diese Kontrollen gibt. Mhm. Die muss es geben, weil sonst alles andere ist ja Schwachsinn. Okay. Dich hat es auch schon mal erwischt? Mit Dopingkontrollen? Ja, des Öfteren. Also wie gesagt, so nach den Spielen, bei Turnieren, zu Hause. Mhm. Die kommen ja auch in Deutschland, wie Robert schon gut meinte, Moralapostel. Die werden da regelmäßig zu Hause besucht, müssen angeben, wo wir da dauerhaft sind, uns aufhalten. Wie ist das organisiert? Mit einer App oder könnt ihr das eintragen? Genau, es gibt eine Internetseite, da kann man dann quasi seinen Tagesplan darf man dann da eintragen. Mhm. Und da bin ich sehr froh, dass ich da raus bin aus der Sache, weil das war schon immer sehr stressig. Weil wenn die dich mal nicht antreffen, ist das quasi ein positiver Test. Ja. Vielleicht wollen wir die Gelegenheit nutzen, wenn du jetzt hier bist. Moritz darf dann gleich mit einsteigen, wenn er hoffentlich dazu stößt. Nicht, dass wir bis zum Ende der Sendung warten und er kommt einfach auch nicht mehr. Vielleicht zwei, drei Sätze zu dem Spiel. Also, wir haben schon erwähnt, ihr habt quasi die Hinserie bravourös gewonnen. 12 Spiele, 12 Siege. Das war relativ eng heute, 3-2. Man muss das allerdings ein bisschen einordnen. Ihr habt viele Spiele gehabt. Es gab Verletzte auch in diesem Spiel. Ja. Weißt du schon was von den Jungs? Also, Tuja habe ich gesehen, der hat sich irgendwann mal... Genau, Samu ist jetzt auf Krücken erstmal. Aber das ist bei uns normal. Krücken also, sind normal. Ist tatsächlich so. Wenn bei uns erstmal nicht klar ist, unser Doc nicht genau weiß, was ist, wir gehen immer auf Nummer sicher. Und bevor wir nicht irgendwelche Bilder aus dem MRT haben, Krücken, Schienen, alles erstmal stilllegen, damit auf keinen Fall irgendwie mehr passiert.
Ist ärgerlich für uns. Wir haben wirklich in den letzten Wochen sehr viele Verletzte. Benjamin Patch ist lange raus mit seiner Achillessehne. Wir hoffen, dass er nächstes Jahr dann wieder zu uns stoßen kann. Nach den ersten zwei, drei Spielen. Kyle Ensing, gleiche Position, war dann kurzzeitig verletzt. Das heißt, wir haben ja in Friedrichshafen einfach ohne Diagonalspieler gespielt. Weil beide trotzdem gewonnen. Und trotzdem gewonnen, ja. Das war ein sehr gutes Spiel von uns, weil wir als Team zusammengespielt haben, uns da durchgekämpft haben. Jetzt mit Samu, hoffentlich dauert es nicht allzu lange, dass er wieder im kommenden Jahr fit ist. Das verfolgt uns so ein bisschen gerade. Ist ein bisschen ärgerlich, weil wir, wie du schon gesagt hast, einen ganz guten Flow hatten und da relativ viele Spiele auch 3-0 dann gewonnen hatten. Und ich glaube, das war heute so ein bisschen, es war ein Kampfspiel. Wir haben halt durch die Verletzung auch und weil wir müde sind, das merkt man, haben wir dann nicht unser Level spielen können. Wir haben mit vielen Up and Downs gespielt. Sobald wir auf unserem Normallevel gespielt haben, hatten wir Frankfurt im Griff. Aber das konnten wir heute leider nicht halten. Und deswegen haben wir da leider den Punkt zu Hause verloren. Wie man's, also muss man schon so sagen. Wir haben heute. Vielleicht muss man das noch kurz dazu erklären. Wenn du gewinnst, 3-0, 3-1, gewinnst du drei Punkte. Genau. Ansonsten, so wie jetzt, gewinnt ihr zwei Punkte und Frankfurt nimmt einen Punkt mit. Also für die ist das ein Riesenerfolg. Ja. Vielleicht, um da direkt einzuhaken. Ist die Liga dann langweilig für euch? Ein bisschen gemeine Frage, aber ihr habt ja schon eine. Man muss ja nur mal auf die Zuspielerposition schauen, um das mal zu erklären. Da spielt eine Maschine aus Russland, die Olympiasieger geworden ist, und das sieht auch jeder, ich unterstelle mal, der vielleicht nicht so viel mit Volleyball zu tun hat. Das ist unglaublich, was für eine Genauigkeit der hat, was für kreative Ideen der hat. Das ist einfach, ist eine Sensation, dass der in Deutschland spielt. Das kann man schon mal stehen lassen, allein für den lohnt es sich, in die Halle zu kommen. Dann steht aber auf der zweiten Position, also der zweite Zuspieler, und ab und zu wird er ja mal durchgewechselt, um das mal ein bisschen salopp zu erklären, ein Franzose, Pierre Pujol, der auch Europameister 2015 war. Also es ist jetzt kein Nachwuchsspieler, der rangeführt wird, sondern der hätte in jeder anderen Bundesligamannschaft einen Stammplatz. Das nicht, ist schon mal, nicht nur Bundesliga. Nicht nur, vielleicht internationale Champions League im Zweifel auch. Das ist schon mal ein Merkmal für euer Team, um die Qualität einzuordnen. Also auch wenn man die Frankfurter sieht, die haben einen belgischen Nationalzuspieler, das ist sicherlich auch keine Wurst, aber dahinter im Zweifel, da ist die Bank natürlich spannend zu sehen. Und da könnt ihr eben jetzt auch sowas wegstecken. Ihr habt da viele Verletzte und gewinnt trotzdem ein Spiel gegen Frankfurt. Auch keine Laufkundschaft, 3-2. Liga zu langweilig? Nein, also wir haben die Spiele deshalb 3-0 gewonnen, weil wir sehr konzentriert gespielt haben immer und einfach auch total fokussiert waren. Wir hatten ja letztes Jahr auch schon ein sehr gutes Team, der Stammsechser relativ identisch. Und da hatten wir so das Problem, dass wir halt noch nicht so richtig eingespielt waren. Jetzt daraus haben wir profitiert aus der letzten Saison. Und deswegen haben wir halt so eine, ich habe so zum Supercup so schön gesagt, so eine schöne Frühform gehabt. Und sind dadurch halt, konnten uns jetzt regelmäßig steigern. Und deswegen, die Liga ist nicht so langweilig. Das ist, man sieht, jeder schlägt jeden. Klar, wir machen da eine ganz, wir machen da eine ganz solide Vorstellung da gerade. Aber ich glaube, wenn man die Liga an sich sieht, ist sie wieder mal deutlich stärker geworden. Düren verhaut gestern Friedrichshafen, muss man fast sagen, 3-0 in Düren. Und es sind viele 3-2-Spiele mit dabei und sowas. Und also ich würde sagen, die Liga ist deutlich intensiver und stärker geworden eigentlich. Wie sieht es eigentlich bei euch aus, volleyballtechnisch? Im Urlaub vielleicht mal Beachvolleyball gespielt oder früher in der Schule? Du hast gerade vorhin erzählt, es hat dir irgendeine Note verhagelt im Studium, im Abi oder weiß ich nicht was? Also erstmal muss ich sagen, in der Familie ist für Nachwuchs gesorgt. Da mein Neffe, der spielt auch Volleyball, ist auch in einer Sportschule. Der geht da schon mal gute Wege. Ich bin jetzt, meine persönlichen letzten Volleyballerfahrungen sind Beachvolleyball gegen ihn. Ich habe ihn noch geschlagen. Ja, ich meine, er ist 14, ist jetzt trotzdem für mich ein gutes Gefühl. Ja, aber ich muss natürlich sagen, ey, das ist die Realität, mein Freund, tu es. Ja. Aber was ich, meine eigenen Skills sind natürlich auch eingerostet. Ne? Das letzte Mal in der Schule, ich meine, praktisch hatte ich über eine 1. Aber Theorie, das mit diesem Auswechsel, mit diesen Schildern da ich habe das nicht verstanden, warum die 14 für die 7, oder ist das so richtig? Also das kann ich ja noch irgendwie mit zahlenmäßig irgendwie vielleicht zu verbinden. Aber der Rest, das ist mir völlig unbegreiflich gewesen. Da war ich 3- weitergekriegt. Theorie, Volleyball-Theorie war irgendwie nicht so mein Ding. Tusche? Ein bisschen gespielt, klar, ab und zu mal beim Training, aber in der Schule öfters. Mhm. Ich hatte einen riesen Angriffsschlag und eine Aufgabe, ein Klassiker, jeder. Und, also einen wunden Daumen, ne? Also, Daumen. Also ein bisschen annehmen und bridgen konnte ich schon. Bridgen. Also ein bisschen geht. Also alles, was Fußballer, glaube ich, auch überhaupt mit Bälle zu tun hat, das geht einigermaßen. Mhm. Kann meine Frau auch bestätigen.
Und nein, also Tischtennis, Tennis, Volleyball, das passt schon einigermaßen. Das muss man wirklich dazu sagen. Ne? Also bei Jugend trainiert ist ja immer viel gemischt und im Volleyball sind viele Fußballer mit im Team. Also das habe ich ganz oft gesehen und dann wird halt auch viel rüber geköpft und mit dem Fuß ist ja alles erlaubt, ne? Im Volleyball, muss man dazu sagen. Jedes Körperteil darf da benutzt werden und die Fußballer sind sehr gut vertreten in den Volleyballteams bei Jugend trainiert für Olympia. Wie sieht es mit euch aus? Spielt ihr ab und zu auch Fußball? Also beim Aufwärmen sieht man so ein bisschen Ball? Ja, wir würden gerne mehr, aber es ist uns von unserem Trainer dieses Jahr verboten oder auch letztes Jahr, weil es gibt tatsächlich immer viel zu viele Verletzte, wenn wir Fußball spielen. Ja, aber man sieht schon, ich glaube, eine Szene, ich weiß nicht, wo wem es war. Von Püsch, heute. Wo der Ball dann rollt, dann zack, zack, zack. Ja, ja. Ich denke, also, ich meine, der Ball ist extrem leicht, ne? Das ist ja dann auch vereinfacht die Situation. Kannst du ein paar Tricks zeigen? Ich kriege hier eine Frage rein von Laura Maria. Vielen lieben Dank. Gerne mehr davon. At Georg Klein, wie bist du zum Volleyball gekommen? Passt eigentlich wunderbar in diese Sequenz. Durch die Schule? Fragezeichen. Und die Frage können wir gleich mal durchgehen, wie ihr zu euren Sportarten gekommen seid. Tatsächlich war ich damals in der Schwimmhalle und mein erster Trainer aus Leipzig ist einfach in die Schwimmhalle gekommen, weil Schwimmer ja auch immer relativ groß sind und die Trainer da halt auch schon nach großen Kindern suchen und hat quasi versucht, da so ein bisschen abzuwerben und bei mir hat es geklappt. Ich bin dann zum TSV Leipzig gegangen mit, ich glaube, um 8 oder so und genau, und habe dann da halt meinen Weg in Leipzig angefangen. Und wie hat er dich abgeworben? Ja, er hat mich einfach gefragt, ob ich mein Interesse hatte am Volleyball und ich habe gesagt, klar, ich guck mal. Okay, ist einfach. Weil ja, total, ich war sehr, sehr begeisterungsfähig. Weil die Leichtathletik müsste eigentlich in Berlin mal bei den Volleyball angrasen, weil die ganzen großen Leute wegziehen. Ja, Alba, die ziehen alle die großen Leute weg. Und, wir sind ja ein bisschen dreister, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich lass mir mal was einfallen. Tosche, erzähl du. Also Fußball, gut, spielt im Zweifel jeder irgendwie als Kind? Ja, ich glaube mit 5 angefangen, ja, so richtig schon im Verein und bin da hingeblieben, hatte immer... In Cottbus. Ja, genau. Also Rotas Merzow auf dem Dorf bei meiner Oma und Opa und hatte in jeder Sekunde immer eine Knulle dabei unterm Essentisch. Ja, also wenn was ging, immer Ball dabei auf dem Platz gespielt, unten zwischen den Wäschestangen früher in Sachsendorf. Kenne ich sofort. Ja, oh Gott, jeden Tag. Hin und her geballert. Und früher gab es noch die alten Bolzplätze. Ja, das ist auch immer wenig, mit Schotter, uns getroffen am Wochenende. Richtig. Und dann ging es los, Vollgas. Also, Opa erzählt. Ja, ich habe auch bei Lok Cottbus gespielt, 2 Jahre Fußball. Ja, das ist auch, und dann war ich auch parallel auch ein bisschen Leichtathletik gemacht und dann habe ich immer ein bisschen geschwindelt. Ne? Da habe ich dann gesagt, ja, ich gehe zum Leichtathletiktraining. Das war quasi dann Laufen. Dann bin ich aber eigentlich auf den Bolzplatz gegangen. Und ich dachte, wie soll meine Mutter das merken? Ja, aber die Schuhe waren natürlich rot. Da habe ich nie dran gedacht. Ja. Ja, und bis dann zum Diskus gekommen? Nein, Diskus werfen ist ja auch so eine Sache. Kommst du mit 6 nicht, gehst du zu lange, sagst du mir Diskus werfen? Nee, ich habe relativ viel, also ich habe wie gesagt erst Fußball gespielt, dann bin ich da weggegangen, weil irgendwie komme ich mit so sozialen Enttäuschungen nicht klar. Der Trainer hat mich dann nicht eingesetzt, was ich so total persönlich genommen habe, aber ich habe ihn dann immer gegängelt und gefragt, ob er mich denn nicht einsetzt. Und das lernt man dann relativ schnell, so als kleiner Junge, dass der Trainer entscheidet. Also das war mir natürlich nicht geläufig so, ne? Das habe ich so persönlich genommen, warum auch immer. Weil ich dann wahrscheinlich kein Selbstbewusstsein gehabt. Dann bin ich zum Handball gegangen. Da gab es nochmal eine andere dramatische Geschichte, aber irgendwann war ich dann bei der Leichtathletik. Und da macht man ja mehr Kampf. Also jetzt viele Leichtathleten, die jetzt oben sind, haben eine sehr gute Grundausbildung. Also über das, sag ich mal, Disziplincluster. Wir haben ja Laufen, Springen, Werfen, die ganzen Sachen. Und daraus entwickelt sich dann eigentlich immer die Einzeldisziplin. Aber vorher macht man eigentlich so viel wie möglich. Und das interessiert mich persönlich, Diskus. Warum ist Deutschland in dieser technischen Sportart da so stark oder auch Schwerwerfen beispielsweise? Ich glaube, das liegt einfach am Ingenieurswesen der technischen Disziplin. Da gibt es halt sehr viel, also früher gab es natürlich sehr viel technische Unterstützung, die Nation eben vorwärts gebracht hat. Dann hatten wir, darf ich nicht vergessen, auch Kalten Krieg. Ne? Das war ja sehr politisch, da waren alle sehr motiviert und gib ihm auch noch ein bisschen was in die Adern geschossen und alles sowas. Da entwickelt sich natürlich was. Es ist wie wenn Geld drin ist. Ja? Jetzt in manchen Sportarten, wo Geld drin ist, entwickelt sich was. Ja? Und da hat sich natürlich auch extrem viel Know-how entwickelt. Und ich glaube, davon habe ich auch noch viel profitiert, sag ich mal, von diesen alten Methodiken, ja? Was ja auf den Körper einwirkt an Training, wenn das sehr methodisch ist. Ein Muskel ist ja dumm, ja? Dem kann man ja was beibringen, wie er zu funktionieren hat. Nicht die Bewegung, aber sag ich mal, wie er sich aufbaut. Ja? Und Diskuswerfer und die anderen technischen Disziplinen sind halt, haben ein hohes Ingenieurswesen und so technische Sachen können Deutsche offensichtlich auch. Deutschland bekannt für.
wenn ihr mal eure Laufbahn zurückblickt, also ihr als diejenigen, die ausgeschieden seid, du bist ja hoffentlich auch noch ein Weilchen mit dabei, was war für euch im Rückblick eigentlich so das Besonderste, das nennenswerteste Ereignis, das ihr erlebt habt? Tuschel, vielleicht fängst du mal an, weil ich würde mal unterstellen, dass womöglich bei Robert vielleicht, reden wir gleich drüber, aber Olympia das Ding war, aber vielleicht erstmal du. Als Fußballer hast du ja viele, viele Spiele gehabt, ja, du kannst dich natürlich an ein paar erinnern. Jetzt für mich persönlich war es natürlich, ja, das 2-1 im Derby, das 2-1 mit dem Freistoß. Ich war da. Das war natürlich für mich persönlich, aber auch für den ganzen Verein, für den Fan, natürlich was Atemberaubendes und Unglaubliches, weil wir auch wirklich in dem Spiel eigentlich hätten nie gewinnen dürfen, weil wir wirklich schlecht waren an dem Tag. Der Freistoß war schlecht. Der Torwart war noch schlechter zum Glück. Der Ball war drin. Wir haben es irgendwie über die Runden bekommen, das Ergebnis. Und was danach abging, war halt unfassbar. Ja. Also jeder Spieler, jeder Fan, der dabei war, kann sich noch genau erinnern, was da passiert ist. Und wir haben richtig Gas gegeben, ja, in der Kabine. Da hatten wir mal einen Whirlpool, das hatten wir sonst nicht. Bei uns bei Union, so weit waren wir noch nicht, weil der Stadion noch nicht fertig war. Und habt ihr einen Whirlpool hier? Wir haben in unserem Trainingszentrum haben wir so einen Saunabereich, Whirlpool, Kältebecken, Entmündungsbecken. Das haben wir bei Hertha ausgenutzt. Vergessen wir reinfahren lassen, haben Gas gegeben. Mit dem Bus zurück, dann Mannschaftsabend. Also das war natürlich schon ein Highlight, vor 76.000 Zuschauern. Mega. Dann dieses Tor zu erzielen, wir als Mannschaft, das Spiel zu gewinnen, war einfach mega. Wart ihr damals im Stadion vielleicht sogar? Ich habe mich damals auch definitiv dann auch für Union entschieden. Ich wurde noch glücklicherweise eingeladen von meinem Sponsor Mercedes damals, habe genau in der Mittellinie gesessen. Ich konnte sagen, okay, heute entscheidest du dich. Das ist ein Politikum, in der Mannschaft man sich entscheidet. Ich habe natürlich durch den Hausbau, den wir hatten, das haben nur Unioner gebaut quasi. Also das ist eine sehr handwerkliche Fan-Dynastie. Ja. Und da habe ich mich entschieden. Und ich habe mich nicht nur wegen Tusches Tor entschieden, sondern auch weil 14.000 Unioner zu meiner Linken das Stadion im Griff hatten. Da konnten die Blauen haben gemacht, was sie wollten. Das hast du nicht gehört, das hast du nicht gefühlt. Ja. Und das war einfach, deswegen, ich weiß ganz genau, wie die Situation da war. Das war krass. Ja, kann ich mir vorstellen. Sehr gut. Und bei dir, liege ich richtig mit Olympia? Es ist immer schwer zu sagen, muss ich sagen. Ja, oder macht man es immer automatisch an dem größten Titel fest? Das macht man automatisch mal an dem größten Titel fest. Ich muss sagen, im Nachgang hat der Olympiasieg schon auch so das größte Establishment, sag ich mal. Also es ist eine internationale Währung. Du kannst in jedes Land außer Deutschland gehen und sagen, ich bin Olympiasieger und man wird dir alle Gefallen tun. Von daher ist es schon sehr toll. Ja. Viele Länder können sofort was damit anfangen. Deswegen sage ich, es ist eine sehr universelle Währung, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte. Aber es ist schon vom psychischen Aufwand, was das Leben betrifft, so die große Frage, so energetisch, das ist eigentlich so, da ist so viel runtergefallen nach diesem Sieg, wo ich sage, das hat mich nicht mehr berauscht. Mhm. Ja, berauschend war der erste WM-Titel, da habe ich eine Woche nicht geschlafen, das war geil, aber. Der war in Berlin, oder? Genau, das war aber so irgendwie so, ich war einfach nur fertig, glücklich, aber fertig. Weil in der Leichtathletik gab es ja auch historisch ewig keinen Olympiasieger mehr und alles sowas. Es wird dann immer noch mal 3 Wochen vorher auf die Schultern gepackt und irgendwie kannst du gar nicht mehr laufen und musst dann den Wettkampf machen. Also von daher, sportlich in der Bewertung, sagen wir mal gesellschaftlichen Bewertung, gebe ich dir recht, ist das der Olympiasieg. Und für mich persönlich ist die ganze Karriere sehr divers gewesen mit nicht nur sportlichen Themen, auch politischen Themen. Gehen wir gleich nochmal drauf, weil ich würde das Ganze auch nochmal ein bisschen in den Kontext setzen, wie man Sportarten, die wir jetzt hier quasi zusammensetzen, womöglich auch nochmal im Zweifel ein bisschen mehr pushen kann und wo das Entwicklungspotenzial ist. Um die Runde fairerweise abzuschließen, Georg, was war für dich dein Highlight bislang? Oder woran erinnerst du dich im Zweifel? Es muss gar nicht der größte sportliche Erfolg sein. Ja, also für mich waren 2 Sachen so. Der erste große Titel mit Friedrichshafen damals, der Pokalsieg. Musst du sagen, du hast in Friedrichshafen auch gespielt. Genau, ich habe auch beim großen Konkurrenten gespielt. Aber ich glaube, so der wichtigste Titel für mich war tatsächlich die letzte deutsche Meisterschaft, weil da habe ich mich ins Team reingekämpft in den Playoffs. Stimmt, hast du viel Spielanteile bekommen. Habe viel Spielanteile bekommen da und das war für mich dann auch so emotional danach. Es war viel abgefallen und dass wir das dann auch noch geschafft haben, wieder gegen Friedrichshafen im letzten Entscheidungsspiel. Waren auch 5 Sätze. Ich erinnere mich schon, also man erinnert sich überhaupt nicht mehr an die Situation so genau. Wir zeigen ja immer bei unserer Meisterschaftsfeier dann den finalen Punkt. Und da denke ich mir immer so, stimmt, so kann es gewesen sein, aber so im Kopf ist es gar nicht mehr drin. Weil es passiert halt auch so viel. Also ihr habt ja echt alle 3 Tage da irgendwie auch ein Spiel. Vielleicht nochmal kurz der Blick aufs iPad, da steht nämlich auch nochmal @GeorgKlein.
Was kommt nächste Saison, fragt Juju Rocks, wenn ich das hier richtig lese. Wie wollt ihr euch überhaupt noch steigern? Das ist natürlich schwierig. Also klar, berechtigte Frage, weil ihr marschiert da vorweg, jeder erwartet von euch, dass es da so weitergeht. Jetzt muss man auch dazu sagen, auch so ein bisschen volleyballpolitisch, ihr habt, glaube ich, immer so ein, zwei, maximal drei Jahresverträge, wenn ich halbwegs richtig informiert bin. Ja, dann wird natürlich auch die Schlüsselfrage sein, was passiert mit einem Herrn Krankin? Also der ist ja letztes Jahr gekommen oder vielmehr letzte Saison im Januar. Ja. Macht der dann nochmal weiter? Der wird im Januar 35. Das sind natürlich alles so interessante Fragen. Genau, das muss man halt schauen, wie die Verträge, die auslaufen, ob die verlängert werden, ob neue Spieler geholt werden. Die Zusammensetzung muss man gucken, wie das dann aussieht. Aber ich glaube, im Allgemeinen ist unser Ziel, uns in Deutschland einfach das, was wir uns aufgebaut haben, als Spitzenteam, als deutsches Spitzenteam, das weiter beizubehalten, nationale Titel zu gewinnen. Und dann ist Ziel, Champions League anzugreifen und halt einfach auch Europa da. Spannendes Stichwort, habe ich da kurz eingerichtet. Ja, genau. Ich glaube, gestern oder vorgestern wurde bekannt, dass hier wieder dieses große Superfinal, heißt das, glaube ich, passiert. Also die CEV, was im Fußball die UEFA quasi ist, der Europäische Verband. Das war auch dieses Jahr schon hier ein Spektakel. Hier passen, glaube ich, weiß nicht, 9.500, 10.000 Leute rein. Fast 10. Ne? Und die besten vier Teams quasi dieser Champions League kommen hier hin und spielen dann den europäischen Sieger aus. Genau. Ihr wart dieses Jahr mit dabei, weil ihr Gastgeber wart. Das ist, glaube ich, nächstes Jahr nicht mehr so. Ihr müsst euch also qualifizieren. Ja, das war vor zwei Jahren schon. Okay. Genau. Aber die wurden ja auch geändert. Es war ja mal ein Final Four. Jetzt ist es mittlerweile nur noch das Finale, Frauen und Männer. Mhm. Und für uns ist das als Verein grandios, dass wir das wieder ausrichten können. Und hier in Berlin ist, glaube ich, auch einfach der perfekte Standpunkt dafür. Mhm. Die Begeisterung der Berliner für Volleyball ist riesig, wie man, glaube ich, letztes Jahr bei uns im Finals auch gesehen hat. Wir haben die Max-Schmeling-Halle mal wieder ausverkauft gehabt. Ja. Gab es lange nicht mehr. Heute waren auch, by the way, 6.000 Leute fast da. Ne? Ja. Das ist brutal. Also andere Bundesligisten im Volleyball, muss man sagen, die sind so bei 1.000 bis 1.500. Genau. Das ist schon eine Macht hier. Und das war ein normales Ligaspiel. Ja, hier ist heute nichts passiert. Also es war außer ein enges 3-2. Ja, gut, aber an sich war es Erster gegen, ich glaube, Sechster oder so von der Tabelle her. War noch keine Playoffs. Keine Playoffs. Und also wie gesagt, deswegen war ich auch sehr froh, dass heute so viele Leute da waren. Ja. Superfinals für uns grandios, dass die wieder hier in Berlin sind. Und wir versuchen uns natürlich sportlich dafür zu qualifizieren. Da sind wir mal gespannt, werden wir weiter verfolgen. Vielleicht ein ganz interessanter Angang, den wir uns auch mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Mal ein bisschen plakativ gefragt, ab wann fühlt man sich als Profi? Also gar nicht zwingend professionell davon leben, viel Kohle verdienen, sondern mehr Aufwand. Also das ist eine Frage, die, glaube ich, von Marion kam, hat mir Dirk gerade eben noch mal kurz gezeigt. Es ist total schwierig. Jetzt sitzen hier ein Volleyballspieler, wo einige auf dem Spielfeld hier im Zweifel auch stehen, die bessere Studentengehälter bekommen. Also das ist nicht so richtig offiziell, aber um mal so ein bisschen eine Hierarchie zu verstehen. Tusche hat, glaube ich, auch noch so eine Zeit mitbekommen, wo er, glaube ich, hoffe ich, auch noch einen Schwung Geld mitbekommen hat. Aber heute sitzen wahrscheinlich, weiß ich nicht, bei Bayern München auf der Bank Leute, die, ich unterstelle mal, das Dreifache womöglich verdient haben. Und du warst eine Ikone, eine Lichtgestalter für diesen Club. Du hast aufgrund deiner Persönlichkeit dich gut, glaube ich, vermarkten können, hast das, glaube ich, auch getan und hast, glaube ich, dir auch eine Immobilie, wie auch immer, leisten können und du kannst vielleicht noch sagen, okay, ich hatte vielleicht Schwein, ich bin da gut durchgekommen, aber also genau diesen, in Relation diesen Aufwand, finde ich ein ganz spannendes Thema, mal plakativ, wie viel Einheiten habt ihr die Woche? Ja, wir trainieren jeden Abend zweieinhalb Stunden, teilweise auch drei, je nachdem, wie die Woche aussieht. Und ansonsten haben wir vormittags drei Krafteinheiten in einer normalen Woche. Okay. Man muss dazu auch sagen, wir haben jetzt, ich glaube, sechs oder sieben Wochen am Stück Mittwoch, Samstag gespielt. Also hatten immer zwei Spiele unter der Woche. Und da ist natürlich auch viel mit Fliegen und Busfahren, wo da natürlich nicht trainiert werden kann, weil einfach auch der Körper so eine Reise. Auch das ganz kurz, genau, so eine Reise. Also du sagst auch Busfahren. Ich glaube, ein Fußballspieler, der würde wahrscheinlich die meisten Spiele fliegen. Wie war das bei euch? Seid ihr viel Bus oder Flug? Erste Liga sicherlich immer. Mhm. Zweite Liga sind wir ab dem dritten Jahr oft geflogen, aber auch Bus gefahren, ja. Und dritte Liga, wo ich noch mit Cottbus war, bist du nur Bus gefahren. Und Anreise den Tag vorher, weil ich habe neulich mal in der zweiten Liga gehört, Suhl spielt in Aachen, also quasi einmal durchs Land gefahren, reist am selben Tag an, wie das Spiel ist. Also eine Frage, aber erste Bundesliga, Volleyball Damen. Also dritte Liga einen Tag vorher mit Hotel, weil anders ist es halt echt brutal, ja, wenn du 8, 9, 10 Stunden aus Cottbus bis nach Unterhaching oder wo auch immer, ja. Also das war schon brutal, aber Union war oft fliegen, ja, nach Kräuter Fürth bist du mal gefahren, Hamburg, Pauli bist du gefahren mit dem Bus. Das geht dann noch. Du hast natürlich auch gute Busse, ja, aber das ist trotzdem schon anstrengend. Ja. Fliegen ist da schon ein bisschen entspannter. Mhm.
Aber ja, Tageshotel war schon wichtig. Aber jetzt Regionalliga zum Beispiel, wir haben genau denselben Aufwand. Also wir trainieren jetzt 6-7 Mal die Woche, so wie im Bundesligist, ja, vom Aufwand. Aber ja, du hast natürlich viel weniger Geld zur Verfügung. Mhm. Ja, und das ist halt mal schwer. Wir fahren auch mal 4,5 Stunden bis nach Auerbach. Mhm. Jetzt waren wir mal im Tageshotel, zum Glück, wir konnten früh losfahren. Noch mal drei, war gerade in den Medien, glaube ich, ziemlich starker Trainer. Ja, 3 Stunden noch mal geschlafen im Hotel, dies, das. Aber sonst fährst du, steigst aus und musst 2 Stunden später Fußball spielen. Das ist ja schon nicht ohne und nicht optimal. Wie ist es bei euch? Bei euch kriegt man, das ist ja auch wieder das Ding, öffentliche Wahrnehmung. Man nimmt euch eigentlich nicht groß wahr, außer wenn dann irgendwelche Höhepunkte kommen, wie Olympia, WM und so weiter. Und da sind wir ja tatsächlich in Deutschland auch in Organisation und Durchführung, außergewöhnlich. Aber sonst, und dann auch der Klassiker, ne? Medaillenspiegel. Man erwartet natürlich, dass die deutschen Athleten da einfach so Strichliste, Gold, ah scheiße, war nur Bronze. Aber man nimmt euch in der Öffentlichkeit leider viel zu wenig wahr. Wie sieht so ein Trainingstag oder wie sah so ein Trainingstag für dich eigentlich aus? Also mal so in der 7. und 8. Klasse, so mit 13, 14 Jahren haben wir schon also 10-mal trainiert. Das ist, hört sich immer viel an. Es ist auch viel quasi, aber du musst natürlich das System, der Körper muss das System lernen. Du gehst früh in die Schule, dann trainierst du, gehst du in die Schule, dann trainierst du, auch mal umgedreht. Dann bildet der Körper natürlich ganz viele Resistenzen und lernt zu trainieren und Training auszuhalten. Also das ist so der Stundenaufwand. Du hast auch zwei Stunden, die einer trainiert. Also kannst du sagen, 20 Stunden in der 7. und 8. Klasse. Mhm. Das ändert sich dann so ein bisschen, weil das Training viel effizienter und genauer wird. Und da gibt es natürlich auch wieder Phasen im Jahr, die einfach methodisch dazugehören, wo man einfach wirklich 11-12 Mal trainiert die Woche. Das ist der Aufwand. Und Profi, ob man sich dann als Profi fühlt, ich glaube, das kommt schon relativ früh. Ich glaube, schon mit der Entscheidung, auf so eine Sportschule zu gehen, Nein zu sagen, im Sommer bei 30 Grad nicht am Badesee zu liegen und sowas. Ich glaube, da merkt man schon, okay, ich will das und ich mache alles dafür. Sobald man alles dafür macht, für irgendwas, ist man ja Profi in jedem, würde ich sagen. Mhm. Politiker können es auch sagen. Ich gehe nicht mehr aus dem Bundestag raus, ich arbeite hier alle Papiere durch. Ich weiß nicht, ob man das macht, aber ist egal, wenn du irgendwo in der Spitze bist. Ich kriege auch hier Geld. Ja, wenn du in der Spitze bist, das ist alles anstrengend und ist alles professionell. Das würde ich dann am Gehalt gar nicht mal so festmachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und Anreise, so jetzt wie die Volleyball-Damen am selben Tag, das ist im Einzelsport der absolute Tod, dann brauchst du gar nicht hinfahren. Mhm. Ja, kurze Strecken, mal 1,5 Stunden Autobahn, das machst du aber auch erst, wenn so Jahreshöhepunkte wie Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele vorbei sind, dann machst du so ein Gaudi. Ja, aber vorher ist das wirklich auf Millimeter Papier, da gibt es sowas nicht. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Wir haben hier so ein iPad liegen. Ich habe so 3-4 Fragen da auch schon abgelesen. Vielen Dank schon mal für die, die hier was reingeschrieben haben. Bitte haut da ruhig Fragen rein. Wir können dieses Forum nutzen, um da mal wirklich die Fragen zu stellen, die ihr schon immer wissen wolltet. Und teilt bitte auch sehr gerne, damit womöglich noch ein paar mehr hier auch mit zuschauen. Hier gibt es eine Frage, die sehe ich noch. Caroline Blunk, @Tusche. Hast du eigentlich noch Bezug zu deiner Heimatstadt Cottbus? Und ich ergänze mal, wenn ja, wie? Oder jetzt vielleicht auch Weihnachten? Ja, ich war gestern gerade in Cottbus gewesen. Mhm. Wir haben mit 20, 25 Jungs Weihnachtsfeier gefeiert, die ich seit 30 Jahren kenne. Und haben da so einen Gruppenchat, so wie wahrscheinlich viele. Dafür siehst du aber ganz gut aus, muss ich sagen. Oder gab es noch Wasser? Nee. Ich bin gut trainiert, sagen wir mal so. Ja, also das habe ich ganz gut weggesteckt. Geht auch frischer davon abgesehen, aber nee, gestern war ich da. Ich habe natürlich Familie noch da. Ja, also meine Frau mit Schwiegermutter, ja, kommt aus Cottbus. Meine Mutter, meine Schwester wohnen in Cottbus und meine Jungs, ja, die ich seit, wie gesagt, über 30 Jahre kenne, sind alle in Cottbus auf dem Dorf und fahre da gerne hin. Cool, dass du nach dran. Ja, definitiv. Also ich habe mich, was das betrifft, nie verändert, ja, weil ich halt ein bodenständiger Typ bin. Weiß, wo ich herkomme, das ist mir wichtig. Und ich weiß, ja, zu wem ich Vertrauen habe. Und die Jungs kann ich früh um 4 anrufen, egal was ist. Da kommen Minimum 3 oder 4 Mann und helfen und das ist halt wichtig. Mhm. Und deswegen war ich gestern da, eingenascht und bin heute früh wieder nach Berlin gefahren. Das ist eine super Überleitung. Ich habe gestern mit einem gemeinsamen Bekannten kurz geschrieben und habe dich schon vor der Sendung gegrüßt von Flo Kringel, der bei Pauli ja zuletzt gespielt hatte. Und ich habe ihm gesagt, soll ich mir irgendeine Frage stellen, sonst hack das mal hier in den Stream rein. Er hat so nicht reingehackt, ich stelle die einfach so. Was war dein verrücktestes Mallorca-Outfit? Man muss das ja auch ein bisschen erklären. Ich glaube, die Fußballer bis in die höchsten Klassen, ja. Ende der Saison, Mitte Mai, sieht man in Arenal den einen oder anderen Kicker. 3 Tage Halligalli. Also gleich die Lampen an. Wenn, ja, 100%. Ihr nicht? Im Diskurs alleine lässt sich doof trinken. Also da natürlich jetzt direkt Sonntag, letztes Spiel. Mhm. Fliegen manche Sonntagabend hin. Die Sonntag nicht können, kommen Montag früh um 6 mit dem ersten Flieger. Und da sieht man ja wirklich dritte Liga, zweite Liga,
erste Liga ab und zu, die dann machen dann, glaube ich, eher ein bisschen was anderes, Ibiza oder sowas, aber ab und zu mal auch erste Liga, aber zweite Liga, dritte Liga, alle da, Regionalliga, und dann ist drei Tage Vollflamme, ja, also ich glaube, der Fan, der würde sich erschrecken, ja, wenn er die Jungs da mal sieht, aber es sind halt auch nur Menschen, ja, und da ist so eine Saison mal vorbei, was Robert gemeint hat, ja, da fällt auch mal wirklich der Ballast ab, der Druck ab, und dann, Mann, dann fährst du halt mal mit 10, 15, 20 Mann, je nachdem, wie die Truppe sich versteht, und gibst einfach mal Vollgas und redest darüber ja ein halbes Jahr, ein Jahr, ja, über Outfits. Also wir hatten schon gute Outfits, ja, und was war das Beste? Ich hatte mal so eine kurze abgeschnittene Jeans. Und wo so die Taschen unten rausschauen? Ja, das auch, und hab mir dann halt mal so die Arschbacken rausgeschnitten hinten. Und so eine großen Clownschuhe an. Also wir haben uns immer was einfallen lassen. Wusste deine Frau das? Kennst du Bilder davon? Es war dann, irgendjemand hat aus, jemand aus der, also, sie hat noch draufgehauen. Sie hat noch draufgehauen, ja, ja. Nein, aber irgendein Fotograf, ich glaube Paderborn ist aufgestiegen das erste Mal in die Bundesliga, hat irgendeinen Fotograf mit und der hat von weiter weg ein Foto gemacht. Und das war natürlich dann nächsten Tag oder zwei Tage später in Berlin in der Bild-Zeitung und im Kurier. Ja, okay, ich meine, die Leute bei Union wussten, wie ich bin, und der Fan, ja, dass ich halt so ein verrückter Typ bin. Ich habe das jetzt nicht so schlimm aufgefasst, aber ist natürlich, wenn du eine Tochter hast, die dann auch im Kindergarten ist, Schule, ja, dann... Papa, was soll das? Ja, aber ey, wie gesagt, da lohnt sich, sehr als schön. Fan mal hinzufahren, aber ohne Handys am besten. Kannst du später noch. Das ist ja auch das Perverse. Heutzutage, wenn du das krass, irgendwie bist, dann wird ein Foto gemacht und reingestellt und ohne zu fragen. Und wie gesagt, die drei Tage, die Jungs dort sind, da sollen sie einfach mal, ja, auch mal die Sau rauslassen. Ja. Fliegen Volleyballer auch noch mal? Wir sind tatsächlich mit meinem allerersten Profiverein, mit Düren, wir sind auch jedes Mal nach Mallorca geflogen. Hätte uns gut weglaufen können. Hättet ihr euch nicht erkannt. Ja. Ja, dann nur früh wahrscheinlich, hinten raus. Also so drei, vier Tage, Bierkönig. Das, sehr gut, solide Nummer. Ja. Das geht schon, ja. Um so ein bisschen ernst zu werden, ich habe das vorhin mal kurz angedeutet. Diese Sportarten, jetzt hier heute 6.000 Leute. Es gibt Berlin als Leuchtturm in dieser Sportart Volleyball. Union in der ersten Liga. Ich war vor ein paar Wochen da gegen Frankfurt. Ich war mega begeistert. Die Stimmung, ich habe sie vorher hier noch nie erlebt. Unfassbar. Ich habe eigentlich ehrlicherweise gesagt, die werden wahrscheinlich auch wieder runtergehen, weil haben sie 2-1 verloren und das Ergebnis schmeichelt. Aber die stehen ja jetzt, wo sie da stehen, und sieht ganz gut aus. Und ich bin guter Dinge und drücke auch die Daumen, weil es eine wahnsinnige Bereicherung für die Liga ist. Also da merkt man auch so Persönlichkeit über Verein. Du als Persönlichkeit, was Vermarktung und so weiter anbetrifft, schon ein bisschen vorbereitete Antwort. Ist das der einzige Weg, sich weiterzuentwickeln, Sportarten zu entwickeln? Ich gehe vielleicht erstmal über den Volleyballer. Du bist ein paar Jahre schon unterwegs. Was ist in dem Sport schon passiert? Es gibt auf Sport 1 live, es gibt viele Nationalmannschafts-Live-Sendungen, aber Bundesliga, obwohl sie live gezeigt wird, der Boom fehlt. Ja, ich glaube, also wir haben uns da in den letzten Jahren ganz gut entwickelt. Wir haben jetzt mit sporttotal.tv einen Anbieter, der jedes Spiel überträgt, ich glaube seit 3 Jahren ungefähr. Mit Sport 1 Verträge, die immer weiter aufgestockt werden von Jahr zu Jahr, die mehr Spiele übertragen im Free-TV. Das war für uns ein riesen Ding. Ja. Also das gab es noch nie, Volleyball-Bundesliga im Free-TV. Dass ich das noch erleben durfte, war für mich, ich war sehr glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir das noch geschafft haben. Was für uns so ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, auch auf internationaler Ebene Nationalmannschaft. Eine Geschichte oder was? Ja, so. Also ihr wart ja Vize-Europameister, da ja, 2017. Vize-Europameister. Wen interessiert Vize-Europameister, ja, ne, in Deutschland? Ja. Es ist einfach, es geht um Titel. Also du musst Europameister werden, du musst Weltmeister werden. Ansonsten, oder bei Olympia was reißen. Wir haben jetzt bei uns jetzt hier die Quali im Januar. Das ist eine kleine Europameisterschaft, die wir hier ausspielen. Davon geht der Erste zu den Olympischen Spielen. Und das ist, also es ist Wahnsinn, einfach im Volleyball was zu erreichen. Ich glaube, Beachvolleyball ist ein ganz gutes Beispiel. Super, Brink Reckermann, Olympiasieger. 2012, ja. Genau, die haben halt die Titel geholt. Und dadurch hat diese Sportart diesen Boom geschafft. Mhm. Und der fehlt uns im Hallenvolleyball noch so ein bisschen. Wir sind gut mit dabei, aber uns fehlt halt der große internationale Titel. Und dann können wir auch mit den großen Ligen, mit Italien und Polen. Wobei, 2014, was, wo 14? Dritter Platz Weltmeisterschaft? Ja, ist super. Also sicherlich ein Ausreißer nach oben. Auf jeden Fall. Aber dann sagst du, deine These ist halt auch doch leider nur der dritte. Ja, ist es nicht der Weltmeister? Genau. Für uns als Volleyballer war das grandios, was da geschaffen wurde. Medial ist das kurz irgendwo aufgetaucht und dann war es wieder vorbei. Als die Fußballer Weltmeister geworden sind, wie lange war das in den Medien? Ne? Ja. So, also das ist halt so die... Wobei ich finde es eine spannende These, wenn ich mir Handball angucke.
Mhm. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, können wir echt lange drüber diskutieren. Die hatten Einschaltquoten über 20 Millionen, glaube ich. Ja. Da gab es ja auch den Kretschetalk, der stark angenommen war und viel Interaktion und auch in sozialen Medien ist viel darüber berichtet worden und so weiter. Danach geht es dann in die Liga, da wird auch alles gezeigt. Ich glaube, Sky, wo du ja mittlerweile auch unterwegs bist, die zeigen, glaube ich, in Konferenzen auch neu die ganzen Spiele. Aber sicherlich, die verdienen alle okay. Aber der richtige Boom danach, wenn Göppingen gegen Lemgo spielt, alles nicht die Metropolen, bleibt da vielleicht auch ein bisschen aus. Also wenn ich mir Volleyball angucke, hier gibt es Mannschaften, die tolle Arbeit leisten, aber die vielleicht Berlin im Klang, Düren hast du angedeutet, Friedrichshafen, Herrsching, Bühl, das sind jetzt alles keine Großstädte. Also für jemand, der mit dem Sport noch nicht in Berührung gekommen ist, der sieht ein Plakat in der Stadt, wird sagen, ja, gegen Rottenburg, weiß ich nicht, also kann man hingehen, aber also da fehlt die Zugkraft im Zweifel, ne? Definitiv, also es fehlt, also Berlin ist einfach outstanding, was das angeht, was wir da leisten, was unsere Geschäftsstelle da jeden Tag macht. Wir haben ja aber auch, was ich glaube, 8, 6, 7, 8 Vollzeitstellen. Das ist einmalig in Deutschland. Wie gesagt, in Düren habe ich gespielt, da sitzen 2 Halbtagsstellen in der Geschäftsstelle. In Friedrichshafen sieht es nicht anders aus. Das sind 2 Festangestellte, die da für den Verein arbeiten. Deswegen, also Berlin muss man halt rausnehmen. Und natürlich, es fehlt auch von den anderen Vereinen, definitiv. Weil wir können das alleine nicht wuppen, die Bundesliga da hochzureißen. Wir machen viel, es kommt viel, auch für die Superfinals, ein gutes Beispiel wieder. Wir versuchen da zu polarisieren in Berlin, aber es muss einfach auch von den anderen Vereinen mehr kommen. Unter anderem halt Friedrichshafen, Alpenvolleys, die sich da als Titelkandidaten mit hochgearbeitet haben, Frankfurt auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man in Frankfurt in die Halle kommt, sitzen 500 Menschen. Das ist für das Team, was die haben, ist das traurig, dass da so wenig Zuschauer einfach da jedes Wochenende in die Halle kommen. Ja. Da muss mehr passieren, eindeutig. Du kommst aus dem Fußball, kannst da vielleicht leicht reden, aber kriegst du vielleicht sogar auch die Gespräche ein bisschen hinter den Kulissen mit, auch jetzt mit den neuen Sky-Kollegen, oder ist man da wohl gebettet mit dem Fußballthema? Ja, der Fußball ist natürlich ein Milliardengeschäft, ja. Also da ist Kohle ohne Ende. Ja, und von daher, jeder interessiert sich für Fußball, oder fast jeder. Ja, du kannst, ich glaube, jeden Tag Fußball gucken, live, heutzutage. Ja, wenn mit Champions League kannst du jeden Tag, zweite Liga, dritte Liga, erste Liga sowieso, international. Das ist halt Wahnsinn, ja. Und wenn man halt sieht, dann Volleyball, ja, die den auch einen riesen Aufwand haben, oder Leichtathleten, ja, die auch so viel investieren, auch liegen lassen, in Kindheit, ja, was Robert auch gesagt hat, ja, dann musstest du halt auch Nein sagen, wo die Jungs los sind, ja, Party machen, dies, das. Aber im Endeffekt, was die Fußballer verdienen, was ein Volleyballer verdient oder ein Leichtathlet. Das heißt, du bist halt on top, dann wird es irgendwie gehen. Mhm. Ja? Aber Fußball ist halt der blanke Wahnsinn, was die finanziellen Mittel betrifft. Du hast es vorhin eingangs erwähnt, du hast dich selbstständig gemacht. Dich werden diese Themen im Zweifel umtreiben, um die Leute richtig zu vermarkten, die du mit in deinem Portfolio hast. Das wären im Zweifel, weiß ich nicht, sind der Fußball überhaupt dabei? Nee, also die anderen Sportler. Wir teilen uns natürlich ein paar Aufgaben. Fußballer sind auch dabei, bloß die Fußballer, da geht es eher um Transfer und gucken, dass die Spielzeiten kriegen und. Aber egal. Aber wie beschäftigt ihr euch mit dem Thema? Also, was soll die Überleitung sein? Genau, völlig richtig. Also strategisch muss man immer das Wort der Anschlusskommunikation verwenden, weil Sportarten, von denen Menschen profitieren, wenn sie Montag wieder zur Arbeit gehen, wenn sie das gesehen haben, sozialen Kontakt haben, mit Menschen reden, darüber reden können, Meinungen haben, Meinungen austauschen. Wenn eine Sportart das bietet, und das bietet eben Fußball, dann entsteht auch ein gewisser Sog. Das heißt also, es muss unbedingt dieses sportliche Ereignis gesehen werden, sonst fehlen mir irgendwie soziale Kontakte die nächste Woche. Ja. Also du setzt an bei den Medien? Das völlig richtig, nein, nein, nicht. Und ich setze auch gar nicht so an irgendwie am Schuldfußball. Das mag ich überhaupt nicht, dass Fußball Schuld hat. Ja, die Spieler können auch nichts dafür, dass sie so viel verdienen. Das ist einfach eine Wirtschaftsfrage. Ja. Kritisch bin ich eher mit Sportarten, die aus meinem Segment kommen, eher dem olympischen Kontext, weil die eigentlich zu wenig überlegen, welches Format wählen wir eigentlich. Was wir vor 100 Jahren gemacht haben, gefühlt, da gab es ja kein Fernsehen, also vor 50 Jahren, das funktioniert heute nicht mehr. Ne? Dass da ein paar Trennungsängste sind, verstehe ich, aber es gilt halt sehr viel, sehr taktisch mit der Kommunikation umzugehen und den Leuten eben den Zugang zu den Leuten zu verstehen. Ne? Also ich glaube, das Handball eben auch, gerade bei Handball gegenüber Fußball, ist auch ein schöner Vergleich. In Handball gibt es einfach eine viel höhere Detaildichte.
Und ich glaube, dass eben bei Fußball auch wieder attraktiv ist, dass es da eine homogene Detaildichte gibt. Das heißt, also ich kann mir Fußball auch mal weggucken. Mhm. Ich kann mal so hören, ich kann mit dir reden. Dann gucken wir mal wieder hin. Das Tor wird eh nochmal in das Slow-Mo gezeigt. Lustig. Ich habe neulich mit einem Kumpel drüber gesprochen. Für mich ist Fußball so wie früher MTV. Also wenn dann Tor, dann guckst du kurz hin, aber du guckst es nicht mehr 90 Minuten, außer es ein Endspiel. Genau, das meine ich eben. Und letzten Endes kann man sich um Fußball irgendwie versammeln. Bei Handball musst du aufpassen. Bei allen Sportarten muss man richtig aufpassen. Und das ist eben auch so, da fehlt die Entlastung wahrscheinlich auch beim Zusehen. Und das schaffen nicht viele Menschen. Ergo quasi die Menschen, die das sehen können oder es verfolgen können, die werden immer weniger, ja, weil es einfach auch eine gewisse Anforderung hat. Ich will das jetzt nicht schmälern. Ja. Ich habe auch Fußball gespielt, aber das ist eigentlich das Golden Pocket Fußball, weil Detaildichte, ja, Periodizität, also wann es immer wieder kommt. Und. Also die ganzen Fachwörter muss ich jetzt nicht raushauen. Also sag mal so von der strategischen Formatgestaltung ist das schon sehr toll. Entschuldigung, interessante Frage, die reingekommen ist. Dirk, kannst du die vielleicht noch mal kurz zeigen? Von Marion war die Frage. Ihr könnt die selber auch lesen. Georg, es geht um deine Füße. Endlich, sagt einer. Wie pflegst du? Nein, ob die riechen. Also hier steht hier, nee, Sassi fragt, riechen Georgs Füße? Ja. Ihr sitzt näher dran. Ich rieche nichts. Fantastisch. Ja, super. Ja. Danke. Gut gepflegt. Vielleicht nochmal die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, wer noch Fragen stellen möchte. Wir haben noch ein paar Minuten. Hack die ruhig rein. Gerne bitte auch teilen das Ganze. Ich habe noch hier bekomme ich gerade den Regiehinweis. 5 Minuten gibt es noch. Und es gibt ja auch noch ein Gewinnspiel, das wir auflösen wollen. Da brauche ich euch gleich auch noch. By the way, Moritz braucht ein bisschen länger. Ich weiß nicht, wie viele Biere der da schon drin hat, aber den müssen wir entschuldigen. Ich hätte gerne mit ihm gesprochen, vor allem, weil er gerade auch Volleyballer des Jahres geworden ist. Vielleicht kannst du es kurz erzählen, wie hat er das aufgenommen? Weil ging das nur um die Bundesligaspieler oder alle deutschen Spieler? Also Grosser, Kamper und so weiter? Alle mit dabei. Das ist eine sensationelle Auszeichnung. Auf jeden Fall. Also ich glaube, die letzten Jahre war es ja immer Lukas Kamper, der da viel gewonnen hat. Und dass Moritz das jetzt, diese Auszeichnung bekommen hat, ist, finde ich, für ihn sehr, sehr gut, weil er ist einer der großen deutschen jungen Spieler, muss man noch sagen, er ist ja relativ jung noch. 24, glaube ich, ne? Genau. Ist einfach auch die Zukunft des deutschen Volleyballs. Er hat, was er mitbringt, zeigt er einfach auch jedes Wochenende. Er ist in allen Belangen auf dem Volleyballfeld sehr gut ausgebildet und zeigt jetzt in der Saison auch, dass er einfach diese Führungsqualität auch hat. Mhm. Als so junger Spieler in so einer Mannschaft mit so gestandenen Leuten, finde ich, macht er das sehr, sehr gut. Und deswegen die Auszeichnung für ihn grandios. Aufgenommen hat er es relativ ruhig. Er ist aber auch halt so ein sehr entspannter Typ. Also er hat sich gefreut, definitiv. Aber, also liebe Grüße schon mal dahin. Ich gebe es nachher. Vielleicht sehen wir ihn auch gleich nochmal. Ein Satz noch dazu. Olympia-Quali, du hast es kurz angerissen. Wie hoch bezifferst du die Chancen, dass die Jungs das schaffen? Also ich glaube, die Gruppe habe ich mal gesehen, ist Belgien, Tschechien, Slowenien, Vize-Europameister immerhin, das vergisst man gerne. Die erstbesten beiden spielen über Kreuz gegeneinander und am Ende ein Finale, bei dem nur einer weiterkommt. Und auf der anderen Seite sind da, weiß nicht, der Europameister, Frankreich, Holland und so weiter. Also, da bist du besser informiert schon, als ich mich damit noch nicht so richtig beschäftigt. Du hast es schon abgehakt. Nee, ich habe es nicht abgehakt, aber für mich war es bis heute Bundesliga, für mich ist jetzt Urlaub. Okay. Aber ich gucke mir das dann definitiv auch hier in Berlin an. Wir werden da als Team komplett dabei sein. Ischgl oder wo geht's hin? Nee, ich fahre nur nach Hause, nach Leipzig zur Familie. Okay. Und dann geht's noch nach London über Neujahr. Ach, schön. Sehr gut. Chancen, Olympia-Quali, ja. Also man muss bei so einer Zusammensetzung, bei so einem Turnier nur perfekte Spiele abliefern. Und das ist extrem schwer. Keine Ahnung, ich würde es den Jungs total gönnen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Chancen sind doch sehr gering, glaube ich, dass man sich da qualifiziert, weil es halt einfach nur Top-Spiele sind, die man da hat. Und es ist schwer, in so einer kurzen Zeit so oft das Leistungsmaximum abrufen zu können. Aber sind wirklich die besten Deutschen mit dabei? Ich habe gesehen, dass sogar der Libero aus Friedrichshafen mit dabei ist. Markus Steuerwald. Steuerwald, danke. Genau, es wurde wirklich nochmal mobilisiert, dass alle nochmal mit dabei sind. Georg Grosser ist wieder mit dabei. Lukas Kamper, Dennis Caliberda, Christian Fromm. Also die großen deutschen Namen sind alle mit dabei. Das Team steht, das von den Namen her, können wir es schaffen, definitiv. Aber wie gesagt, es muss halt einfach eine perfekte Woche her. Und das ist nicht so einfach. Ist in Berlin aber möglich. Also ist in Berlin gesehen, möglich. Wenn es hier aufhört und, keine Ahnung, 10.000 Leute hier durchdrehen, geht was. Ich bekomme hier einen Wink aus der Regie, nämlich, es gibt ein Gewinnspiel. Ich habe es gerade eben schon mal angedeutet. Und zwar sehen wir hier schon in folgender Reihenfolge Volleyball, Handball, Basketball, Eishockey. Die Sportarten, für die wir einen sehr, sehr attraktiven Preis, wie ich finde,
hier raushauen. Lisa, vielleicht bist du mal kurz so lieb, danke. Hier gibt es einen Lostopf. Wir fangen an mit Volleyball. Da sind ein paar Zettel drin. Die haben vorher einen Aufruf im Internet gefolgt, Social Media. Wenn du den ziehst, geht es hier um eine Dauerkarte Rückrunde, die die Gaza sponsort, für Volleyball eben bei euch hier im Haus. Ich gebe das mal so rüber. Eine Dauerkarte? Finde ich schon heftig. Kann ich die Dose haben? Ich sieht ganz cool aus, ne? Schwarz. Lies mal den Namen vor. Und auch die Kamera, weil sonst kriegen wir Stress mit dem Notar. Helgomat. Okay. Wo ist die Kamera? Helgomat. 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 Herzlichen Glückwunsch, Dauerkarte Rückrunde bei den BR Volleys. Da werdet ihr Georg Klein öfter sehen. Netter Preis. Wir packen die anderen Zettel rein. Pinel macht das netterweise, Lisa. Und ich glaube, wir haben als nächstes Handball. Tusche, magst du mal für Handball-Party spielen? Unbedingt. Da habe ich was. Dieter S. Dieter S. Herzlichen Glückwunsch. Eine Dauerkarte Rückrunde. Gut so, Junge. Handball. Wir haben als nächstes Basketball noch am Start. Da ist auch richtig Action hier in der Stadt. Das mach bestimmt ich, ne? Ich glaube ja, weil du bist der Größte, glaube ich, hier in der Runde. Also kannst du Basketball spielen? Ich weiß, was man machen muss. Okay. Also, Burak B. Okay. Burak B. Glückwunsch. Genau, hier, steht Alba wahrscheinlich. Also die Rückrunde mit einer Dauerkarte bei Alba erleben. Cooler Preis für jeden Alba-Fan. Gratulation. Und wir haben noch eine Dauerkarte. Und zwar, last but not least, Eishockey. Wart ihr schon alle beim Eishockey hier in der Stadt? Ja, logisch. Ja. Wer ist der größte Eishockey-Fan? Komm, Tusche, du. Das ist aber eine Stimmung, ja. Das stimmt. Obwohl. Lass mal stehen. Ronny M. Ronny M. darf bei den Eisbären die komplette Rückrunde mit einer Dauerkarte erleben. Unterschied. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Und ich lese gerade, nicht nur, dass die Gewinner benachrichtigt werden, sondern da stand gerade eben, Moritz soll noch kommen. Kriegen wir es noch hin, da geht die Türe auf. Wahnsinn. Clever, clever. Einmal das Bild auflassen. Clever verpiss dich. Moritz, grüß dich. Hi. Glückwunsch. Hi. Danke. Moritz, herzlich willkommen. Schön, dass du es die letzten 30 Sekunden noch danke. Geschafft hast. Es hat so lange gedauert, weil Bier nicht geschafft. Nee, waren noch Spieler vor mir dran. Ach, ich durfte nicht. Ja, Glückwunsch, du bist Volleyballer des Jahres geworden. Ihr danke. Habt hier mühsam 3-2 gewonnen. Wir haben das gerade eben schon ein bisschen durchbesprochen. Georg war so nett. Ich habe auch mal gefragt, wie du das angenommen hast, diese Wahl. War die für dich überraschend, auch von dir nochmal zu hören? Ja, da gibt es ja immer noch so Leute wie Grosser und Kappa und so weiter. Hat mich schon überrascht dann. Aber ja, war eine schöne Überraschung, von daher habe ich mich gefreut. Okay. Wie geht's weiter für euch? Weihnachten, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung überhaupt? Also Skala von 1 bis 10, 10, yeah, 1 gar nicht. Wie ist 2, 3, freue mich nach Hause zu fahren jetzt, aber okay. Waren so viele Spiele jetzt in den letzten Wochen, dass man dann nach Hause so heißt, Richtung in Saarland. Französische Grenze, ja, genau. Georg? Ich bin generell so ein Weihnachtsmuffel auch, also mir gibt es kaum Deko. Ich freue mich einfach auch morgen früh nach Hause, nach Leipzig zu fahren, meine Familie zu sehen. Das ist für mich so das Wichtigste. Also 1 bis 10? Ganz ehrlich sagen, Weihnachten ist mir sowas von egal. Aber, wie gesagt, Freizeit. Ja, eine Freizeit und wichtig, dass die Familie komplett zusammen ist. Und viele Geschenke. Ja. Was hast du dir gewünscht? Ich brauche nichts. Das ist alles gut. Also das jetzt nicht, aber verschenken. So, mit der Familie Zeit zu verbringen. Aber das ist anders, oder? Also wenn man Kids hat, die freuen sich ja schon. Ja, Adventskalender wird abgeschnitten. Klar. Ja, für dich das erste Mal Weihnachten so mit Kids, oder? Nicht. Ja, die sind 6 Monate. Na gut, die peilen das noch nicht ganz. Die gehen 18 Uhr ins Bett, ja, ist nicht viel zu holen. Nee, also bei mir hat sich das auch schon sehr geändert. Also ich weiß noch, ich hatte großen Streit mit meinem Papa mal früher, weil ich so war in der, na, wie sagt man immer, Pubertät. Oh, furchtbares Thema, ging ja gar nicht. Ja. Mittlerweile ist es ganz angenehm. Ja. Ich habe den Geschmack der Gans entdeckt. Ich bin ein Gänse-Sommelier. Ehrlich? Ja, leider gibt es jetzt nur Kaninchen. Wer bereitet die zu? Nee, im Himmels Willen. Also meine Kochkünste. Da muss ich noch trainieren. Nee, aber wir haben, also meine Frau und auch die Mutter meiner Frau, sehr gute Köchin. Mein Vater macht sehr traditionelles thüringisches Essen. Also ist, vom Geschmack her sind wir immer gut versorgt und es wird immer besser. Aber wenn ich das sehe, du bist ja auch noch fit. Vielleicht auch noch eine spannende Frage. Wie war das nach eurer Karriere? Abtrainieren? Ja, den Körper ein bisschen? Auf jeden Fall, ja. Also laufen. Ich trainiere ab und zu immer noch mal mit, wenn ein Spieler fehlt. Aber... Ja, du hast ein bisschen Stress 10, mit dem Rücken, habe ich gehört. Ja, ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Ich habe das jetzt einigermaßen in den Griff bekommen. Aber weil ich halt, stabil sowas habe ich halt nicht gemacht. Ich habe gedacht, komm, ein bisschen laufen, ein bisschen mal 10 Minuten in die Pille hauen, reicht schon. Dann hat es irgendwann mal reingezickt und perverse Schmerzen, muss ich sagen. Ja, also das will ich nicht unbedingt nochmal haben. Rücken braucht man nicht, ne?
Und du? Ja, also hast du nicht Rücken hier mit diesen Hebeln? Nee, also momentan geht's noch. Also klar hatte ich dann auch Verspannungen. Also ich lässt ja nicht, der Körper lässt ja nicht gleichmäßig nach. Ne? Erstmal die obere Struktur entspannt sich, dann der Rücken und so. Ne? Alles kommt dann kreuz und quer und dann entstehen einfach immer Schmerzen. Ne? Mhm. Also von daher bin ich jetzt, kann zufrieden sein, mir tut jetzt nichts weh. Aber Abtraining ist natürlich auch so ein Thema, was nicht geregelt ist. Ja? Nach oben den Weg, den wollen wir alle, den kennen wir, aber nach unten, das gehört eben auch zum Leistungssportler und das ist mindestens ein Drittel der Karriere, muss man das eigentlich machen. Aber da gibt es keinen Leitfaden. Wie lange dauert das? Also du hast aufgehört, bist du noch dabei? Ja, 10 Jahre irgendwie was machst, Leistungssport, musst schon 3 Jahre noch was tun. Damit, aber ich glaube, egal, wenn man Sport eine gewisse Zeit lang gemacht hat, weiß man, wie es geht. Und man braucht es auch, ja, weil das Niveau, was wir alle ja hatten, ja, da muss man was tun. Ich habe gehört, wir legen noch mal 5 Minuten drauf, weil sonst wäre es auch mies, Hallo und Tschüss zu sagen. Vielleicht mal ein allgemeines Thema, dass wir in die Runde noch mal schmeißen können in Berlin, was den Standort anbetrifft, Nachwuchsförderung, auch die Entwicklungsmöglichkeiten, Sportstätten. Also ich sehe, wenn ich mir diese Halle hier angucke, du kennst auch die Halle in Frankfurt, du warst auch im Ausland unterwegs, du warst in Friedrichshafen, Düren, hast du erzählt. Wenn wir mal im Volleyball schauen, sorry, das ist hier schon das Nonplusultra, oder? Ja, ist halt cool, weil man in der Stadt einfach die Möglichkeit hat, so viele junge, talentierte Spieler auch irgendwie zusammenzuziehen. Und was jetzt, glaube ich, auch hier versucht wird, einfach mit den Vereinen zusammenzuarbeiten und dann eben eine große Gruppe an Spielern zu haben, die dann eventuell irgendwann mal den Sprung schaffen in Leistungssport, ist, glaube ich, eine Möglichkeit, die man sehr selten hat, gerade in Deutschland. Und es ist super, dass sie auch genutzt wird. Wie ist das konkret im Volleyball? Drückt da von unten auch ein bisschen Nachwuchs nach? Trainieren die bei euch ein bisschen mit? Also ihr habt ja auch sehr viele aus dem Ausland, teuer dazugekaufte Stars. Wie schwer ist es, da reinzukommen? Also ich meine, du bist auch dazugekauft, aber noch ein relativ junger Spieler. Ja, ich glaube, für die meisten jungen Spieler, die so den Sprung schaffen wollen, geht der Weg ja beim Volleyball eher über den VCO Berlin oder das Internat in Frankfurt. Das heißt, die sind da eher eigenständig und kommen jetzt nicht direkt aus der A-Jugend zu uns in Verein, sondern gehen eher mal erstmal durch die Schule vom DVV und kommen dann von dort dann eben nach und nach in Verein. Dadurch, dass das auch in Berlin ist, trainieren die bei uns mit und werden dann da auch, wenn es möglich ist, eingebunden. Mhm. Aber ja, das ist eher so der andere Weg im Volleyball. Letztes Jahr gab es eine richtig gute VCO-Mannschaft. Die Jungs sind alle verteilt in der Liga oder sogar auch international. Gibt es da noch Leute, die bei euch auch hängen geblieben sind oder mit euch trainieren? Ist eigentlich keiner aus dem letzten. Ist ja nicht, ne? Das ist schade eigentlich, ne? Waren gute Leute dabei. Ja, genau. Linus Weber, ja, genau. War ja Interesse da. Den hat es dann nach Italien verschlagen. Aber es ist schon, also wie gesagt, wir haben ja VCO 4 Jahre und danach geht es dann halt bei uns in die Bundesliga. Und es ist schwer, bei so Top-Teams, wie gerade wie Berlin und Friedrichshafen, Fuß zu fassen, weil da geht es natürlich, da ist der Leistungsdruck direkt da. Mhm. Und deswegen ist es gut, dass die anderen Vereine das erstmal so ein bisschen auffangen, die Jungs da Spielpraxis sammeln. Ich finde, das ist immer ganz wichtig für junge Spieler, dass man halt nicht direkt auf der Bank sitzt und man muss spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man jedem Nachwuchssportler mitgeben kann. Trainieren ist das eine, aber die Spielerfahrung ist auch extrem wichtig. Wie siehst du das aus dem Fußball heraus? Also da ist ja auch die letzten Jahre brutal viel passiert. Deutschland war sehr erfolgreich. Wie sieht es da im Nachwuchs aus, gerade in Berlin? Ich glaube, sehr, sehr gut. Ja. Na klar hast du mit Hertha und mit Union 2 Aushängeschilder. Ja, und auch da ist es auch schon ein perverses Geschäft. Ja. Sobald ein Junge einigermaßen gut ist, ja, dann wird zu den Eltern gerannt, dann wird was versprochen, Gelder gezahlt, komm hier hin. Und als junger Mensch musst du ja auch erstmal klar bleiben, ja, mit solchen Summen. Teilweise werden da schon 5-stellige Gehälter gezahlt für einen guten A-Jugend-Bundesligaspieler. Ja, und werden natürlich auch die Eltern geködert hier mit Arbeitsplätzen? Und so weiter. Definitiv, ja, 100%. Ja. Und wenn du dann auch kein stabiles Umfeld hast, ja, sprich Eltern, die das auch einschätzen können und einordnen können, dann wird es halt schwierig für so einen jungen Burschen, ja, der denkt, komm, ey, ich bin schon der Geilste mit 17, 18, was soll mir passieren? Ja. Aber im Fußball ist halt auch viel Glück. Ja. Es rascheln genug Spieler durch, die auch ihre ganze Jugend für den Fußball gegeben haben, aber mit 18, 19 der Weg vorbei ist. Ja. Und da ist dann der Berater, der bis dahin da war, nicht mehr da, um ihm zu sagen, komm, ich gebe dir mal eine Linie B vor. Okay, Fußball klappt halt nicht, aber ich bin trotzdem dabei und helfe dir, einen anderen Weg einzuschlagen. Ja. Und ich glaube, da sollten gerade Berater auch die Jungs nicht fallen lassen, weil viele da sind, okay, komm, da gibt es das meiste Geld, da geht er hin. Eigentlich ist scheißegal, ob er spielt. Ja. Es ist wie im Volleyball, egal in welcher Sportart, du musst halt spielen. Ja. Und du hast halt, wie gesagt, so komische Berater und auch teilweise auch Eltern, die das nicht einschätzen können. Wenn er A-Jugend-Bundesliga gespielt hat, ja, dann muss er Minimum dritte Liga spielen. Aber Juniorenfußball und Männerfußball ist was ganz anderes. Ja, und da müssen die Jungs sich erstmal gegen 30-Jährige
am Wochenende erstmal durchsetzen, ja, im ersten Jahr. Und das ist wichtig, zu spielen und nicht aufs Geld zu gucken, weil das kommt dann irgendwann sowieso von alleine, wenn du ablieferst. Ja. Und ja, das ist, wo ich sage, da kann ja, im Fußball noch ein bisschen mehr getan werden, gerade für die Jungs, die es schaffen. Leichtathletik? Ja, das ist eine schwere Frage, glaube ich. Also man kommt an, woran man gemessen wird. Also ich glaube, in solchen Randsportarten, gerade im olympischen Kern, das ist tot. Ja, also ich würde sagen, 2024, die Olympischen Spiele spielen 2028, werden wir das große Schrecken erleben. Danach muss ich was tun. Wird sich auch automatisch, man muss erst mal gegen die Wand fahren. Ich glaube, was 2000 oder 2002, wo die Nationalmannschaft ausgeschieden ist in der Vorrunde? 2-2, 2-4? Waren wir im Finale. Ja, ist genau, 2-4, genau, richtig korrekt. Danach ging es los, das kann nicht sein. Internat und alles. 1,5 Milliarden reingesteckt und 2014? Ja, Brasilien. Patz. So, weißt du, das ist halt Sport, das ist halt geldsensibel. Nicht, weil quasi damit schon Schindluder getrieben wird, aber ich sag nochmal, der Muskel ist dumm. Also je kasernierter, ein freundliches Wort für kaserniert, fällt mir jetzt nicht ein. Oder ja, noch je systemischer eben ein Athlet trainiert wird, desto besser kann er werden. Und Geld kann die Systeme eben herstellen. Ja, was das betrifft, auch Sportmetropole Berlin, wir sind jetzt hier in Berlin. Das hört sich sehr gut an. Ich glaube, der Sport bindet in dieser Hauptstadt sehr viele Menschen. Aber um jetzt ein Flagship in Deutschland zu sein. Seht ihr das nicht so? Das heißt, Abschlussfrage in die Runde. Also du sagst schon kritisch, ist ja, es wirklich ist eine Sportmetropole? Woran würdest du es festmachen? International verglichen? An London, New York, tralala oder Deutschland? Genau, das steht ja Metropole, ja. Das ist ja jetzt auch ein sehr starkes Wort. Metropole, nicht Stadt oder so. Ne? Und von daher würde ich schon international festmachen. Und ich sage, wir haben sehr viele Bundesligisten hier. Das ist auch wirklich sehr selten im Land, gar keine Frage. Aber deswegen die Metropole zu sein, weil wir die Verfügbarkeit haben, weiß ich nicht. Ich glaube, da gehört eben viel Inhalt noch dazu. Und da kann man schon was tun. Moritz? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass du große Events in der Stadt hast, die natürlich nach außen auch ein Bild herstellen. Aber nochmal zum Thema Jugendarbeit ist, glaube ich, oft dann das Problem, dass man eben Ergebnisse vielleicht erst 10 Jahre später sieht, weil man erst die Struktur schaffen muss und dann erst die Ergebnisse sieht, wenn die Kinder, die das dann durchlaufen haben, danach irgendwie erwachsen sind. Und da hängt es, glaube ich, oft dran, dass eben da ein bisschen zu kurzfristig vielleicht auch gedacht wird. Und von daher, ja, glaube ich, zählt es halt zu der Sportmetropole dazu, dass man eben dem Nachwuchs die Chance gibt und da ein gutes System hat und gleichzeitig viele Bundesliga-Teams hat und viele große Events auch, Leichtathletik oder auch im Fußball oder in anderen Sportarten, dass man eben den Leuten auch ja, vermittelt, dass man eben sich Mühe gibt im Bereich Sport. Georg, wie siehst du es? Du hast auch Friedrichshafen gespielt, Düren, das sind vermeintlich kleinere Städte. Ja, genau. Das ist natürlich ein Brett dann hier, ne? Da ist halt in den kleinen Städten ist natürlich dann immer nur ein Verein und das war's. Ich finde die Sportmetropole schon eine sehr gute Sache, weil einfach nicht gegeneinander gearbeitet wird. Ich glaube, wenn hier die Eisbären gegen die Füchse arbeiten würden und auch gerade gegen die Fußballer, wir hätten einfach keine Chance. Und deswegen ist es super, dass die Bundesliga-Vereine sich da alle zusammengeschlossen haben und da zusammenarbeiten. Und das finde ich schon mal ein erster großer, wichtiger Schritt. Das ist eine wunderbare Klammer. Und Tusche, guck mal, magst du das mal vorlesen, was da steht? Wer will ein Bier zum Schluss? Und da kann ich auf die letzte Frage hier eingehen, weil hier steht nämlich von einer Anne Peters-Dott hier, kann man diesen Dirk auch einmal sehen? Mal gucken, wie lang die Arme sind. Also das ist Dirk im Hintergrund, der uns geholfen hat. Vielen lieben Dank, Moritz. Vielen Dank, dass du reingekommen bist. Ich weiß nicht, ob du überhaupt noch Bier trinken kannst jetzt. Hast du schon ein paar Trinker? Ich trinke Bier, sehr gut. Also, ganz einfach. Wasser, ja. Okay, deswegen. Als ob da Wasser ist ja noch so viel. Das ist vielleicht auch noch mal ein gutes Schlusswort für die Gazak. Schönes Format. Ich hoffe, das wird es in Zukunft auch häufiger geben. Gerne teilen, gerne auch nochmal die Likes hinterlegen. Die Möglichkeit, mit euch so zu plaudern über alle möglichen Themen. Also wir sind hier echt links und rechts, kreuz und quer rumgesprungen. Du musst es dir in der Aufzeichnung dann nochmal angucken. Aber genau, die Gazak steht eben auch dafür, diese Sportarten mit zu unterstützen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mit da wart. Und ja, schöne Weihnachtstage. Macht's gut. Alles Gute. Ciao. Prost. Bis dann. Tschüss. Das ist alles authentisch. Sport ohne Schweiß.